Heute zeige ich dir, wie du richtig guten Kaffee mit dem Vollautomaten brühst. Wir drehen das Video heute in unserem Berliner Café und Trainingscenter. Bei einigen Punkten gehe ich etwas ins Detail. Wenn du es also eilig hast und dir das Video gerade auf YouTube anschaust, dann check gerne die Beschreibung. Da haben wir die Timestamps gepostet und dann kannst du zum jeweiligen Kapitel springen, welches dich interessiert. Generell bereitest du deinen Kaffee im Vollautomaten per Knopfdruck in Sekundenschnelle zu. Damit dein Kaffee dann aber genauso schmeckt, wie du ihn am liebsten trinkst, zeige ich dir ein paar Tipps, die es beim Vollautomaten zu beachten gilt. Dabei geht es vor allem um folgende Punkte. Einmal die Wahl des richtigen Kaffees, dann um die Extraktion bzw. den richtigen Mahlgrad. Auf die Dosierung kommt es ebenfalls an, der eingesetzten Kaffeemenge. Dann ist auch die Wassermenge relevant, die du für deine Getränke wählst. Ganz wichtig, die Reinigung deiner Maschine, auf die ich auch eingehen werde. Und ganz am Ende gebe ich euch noch ein paar Tipps, die sich auf die Milch und das Wasser, welches du verwendest, beziehen. Tipp Nummer 1, der passende Kaffee für deinen Vollautomaten. Wir bekommen immer wieder viele Anfragen von Kunden, welcher Kaffee sich denn optimal für den Vollautomaten eignet. Filterkaffeeröstung oder Espresso-Röstung. Generell empfehlen wir säurearme und kräftige Kaffees. Warum ist das so? Dazu hole ich ganz kurz aus. Jede Kaffeebohne besteht aus Hunderttausenden von Zellen. Bei einer Kaffeeröstung finden unter Hitzezufuhr in diesen Zellen chemische komplexe Reaktionen statt. Zuckerstoffe und Aminosäuren werden neu zusammengesetzt, sodass in jeder Zelle tausende Aromen und chemische Verbindungen neu gebildet werden. Bei einer Kaffeeröstung werden Säuren abgebaut und Röstaromen entstehen. Heißt, je länger die Röstung dauert, desto mehr Säuren werden abgebaut und desto kräftiger schmeckst du am Ende die Röstaromen. Für den klassischen Espresso wünscht man sich meistens einen kräftigen, säurearmen Geschmack. Deshalb dauern Espresso-Röstungen durchschnittlich etwas länger, damit sich kräftige Aromen bilden können. Filterkaffeeröstungen hingegen dauern weniger lange, weil wir uns eine gewisse Säure in der Tasse wünschen, die für die Lebendigkeit des Geschmacks sorgt. Vollautomaten verfügen meist nur über eine kurze Extraktionszeit und du kannst den Mahlgrad oft nur bedingt anpassen. Deshalb empfehlen wir vor allem säurearme und kräftige Röstungen. Durch die kurze Extraktionszeit hast du so die Möglichkeit, viele und kräftige Aromen in kurzer Zeit in deine Tasse zu lösen. Wenn du kräftige Röstungen verwendest, achte dennoch darauf, dass die Kaffeebohne nicht zu sehr vor Öl glänzt, weil auf Dauer kann das dazu führen, dass dein Mahlwerk verstopft. Helle Röstungen hingegen eignen sich weniger gut für den Vollautomaten. Das liegt vor allem an der kurzen Extraktionszeit, die nicht ausreicht, um viele kräftige Aromen aus deiner Bohne zu lösen. Plus, bei hellen Röstungen sind die Kaffeebohnen oft noch etwas fest und wenig porös, was auf Dauer dazu führen kann, dass dein Mahlwerk verstopft. In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit der Zubereitungsart Kaffee-Vollautomat und den passenden Bohnen beschäftigt. Daraus entstanden ist der Tiga Terra, den ihr hier sehen könnt. Das ist ein Blend aus Brasilien, Indonesien und Laos, der aus dem Vollautomaten kräftig und säurearm schmeckt und über total nussige und schokoladige Noten verfügt. Wenn dich der Kaffee interessiert, dann check gerne das Video aus, welches wir hier verlinken. Noch ein kleiner Tipp. Fülle möglichst nicht die komplette Kaffeepackung in den Bohnenbehälter, sondern nur eine geringe Menge und den Rest bewahrst du einfach in der Kaffeepackung oder in einem sauerstofffreien Behälter auf. Denn der größte Feind von Kaffeebohnen ist Sauerstoff und je länger deine Kaffeebohnen in dem Bohnenbehälter liegen, zum Beispiel über mehrere Wochen, desto intensiver kommen sie mit Sauerstoff in Berührung und desto mehr Aromen verlieren sie. Jetzt weißt du, welche Kaffeebohnen sich optimal für den Vollautomaten eignen. Damit der Kaffee dann aber genauso schmeckt, wie du ihn gerne magst, gebe ich dir jetzt ein paar Tipps zur Extraktion. Dabei geht es vor allem um den Mahlgrad. Den Mahlgrad findest du bei der Maschine hier zum Beispiel, wie auch bei vielen anderen Maschinen in der Nähe vom Bohnenbehälter. Den Mahlgrad kannst du bei den meisten Vollautomaten anpassen. Behalte beim Einstellen des Mahlgrads im Hinterkopf, dass du den Mahlgrad bei einem Vollautomaten nicht so fein einstellen kannst, wie zum Beispiel bei deiner Espressomühle.
Je feiner du den Mahlgrad einstellst, desto kleiner sind die Teilchen und desto leichter fällt es dem Wasser, viele Aromen aus den Teilchen zu lösen. Je gröber du den Mahlgrad einstellst, desto größer sind die Teilchen und umso schwieriger ist es für das Wasser, viele Aromen aus den Teilchen zu lösen. Wenn du dir die Extraktion vorstellst, kannst du dir verschiedene Phasen vorstellen. In der ersten Phase lösen sich vor allem säureintensive Noten aus dem Kaffee. In der letzten Phase sind es vor allem die bitteren Stoffe. Wir sind auf der Suche nach dem Sweet Spot und der befindet sich meist irgendwo in der Mitte. Da du bei dem Vollautomaten eine kurze Extraktionszeit hast, empfehlen wir dir, den Mahlgrad eher etwas feiner einzustellen und säurearme und kräftige Kaffees zu verwenden, sodass du von Anfang an viele kräftige Aromen aus deiner Kaffeebohne löst. Der Standard bei Vollautomaten ist meist ein mittlerer Mahlgrad von der Werkseinstellung her. Wir empfehlen dir, ein bisschen feiner zu gehen, achte aber darauf, dass du den Mahlgrad nicht auf der feinsten Stufe einstellst, weil das kann auf Dauer zu Verstopfungen in deinem Mahlwerk führen. Kommen wir nun zum Thema Kaffeedosierung für die optimale Extraktion. Vielleicht kennst du von Kaffee und Espresso die ein oder andere Faustregel, die für die Extraktion gilt. Ehrlich gesagt würden wir gerne von den Faustregeln für den Kaffeevollautomaten absehen, weil diese nur bedingt sinnvoll sind. Bei den Vollautomaten kannst du oft die Grammanzahl der Kaffeemenge gar nicht einstellen bzw. nur sehr intransparent einstellen. Ebenfalls ist der Mahlgrad nur bedingt anpassbar. Was du aber einstellen kannst, ist die Stärke und Intensität. Im Vollautomatenfall bedeutet Stärke und Intensität die eingesetzte Kaffeemenge pro Kaffeegetränk. Die Stärke und Intensität wird oft über eine gewisse Bohnenanzahl im Display zum Beispiel angezeigt. Und die Stärke und Intensität kann sich auf Getränkeebene unterscheiden. Das heißt, du kannst eine andere Intensität für den Kaffee-Creme wählen als für den Espresso. Im Beispiel von Kaffee-Creme empfehlen wir eher einen mittleren Stärkegrad. Das heißt, im Beispiel von 5 Bohnen eher eine 3. Beim Espresso wünschen wir uns ein sehr intensives und kräftiges Aroma. Und deshalb würde ich hier bei 5 Bohnen schon eher auf die komplette Bohnenanzahl gehen. Generell aber möchte ich euch kein perfektes Rezept für den Vollautomaten an die Hand geben, sondern mir ist wichtig, dass ihr versteht, wie ein Vollautomat funktioniert, damit ihr euer Lieblingsgetränk finden könnt und euch so auch beim Intensitätslevel ein bisschen ausprobieren könnt. Hier kommt Tipp Nummer 4, die Wassermenge. Ganz oft hören wir den Wunsch von Kunden nach einer großen Tasse Kaffee aus dem Vollautomaten. Dadurch wird häufig die Wassermenge im Vollautomaten einfach nur nach oben gesetzt. Heißt aber, dass sich die Kaffeemenge nicht proportional dazu erhöht. Das heißt, am Ende hast du aus dem Vollautomaten eine große Tasse Kaffee, die aber sehr wässrig schmeckt und über relativ viele Bitterstoffe verfügt. Und das will ja keiner von uns. Deshalb empfehlen wir dir, dass du 2 Getränke in eine Tasse brühst. Wenn du Sorge hast, dass du dadurch zu viel Koffein zu dir nimmst, kannst du dir auch einen Fake Americano aus der Maschine brühen und du verwendest einen Kaffee-Creme oder einen Espresso und streckst den einfach mit heißem Wasser. Hier sieht man ganz toll zu Beginn eine optimale Extraktion. Es lösen sich viele Aromen aus der Kaffeebohne. Als wir dann die Wassermenge erhöht haben, siehst du einen eher helleren Strahl, der sehr, sehr wässrig ist und über viele Bitterstoffe verfügt. Tipp Nummer 5 liegt eigentlich auf der Hand, wird aber dennoch ganz oft vergessen. Und dabei geht es um Sauberkeit und Hygiene. Da der Vollautomat ein in sich geschlossenes System ist, kannst du von außen nur schwer erkennen, wie schmutzig der Automat tatsächlich innen drin ist. Den Wassertank deiner Maschine empfehle ich dir jeden Abend zu leeren und am nächsten Morgen mit frischem Wasser zu befüllen. Wenn das Wasser zu lange in dem Kanister steht, können sich leicht Bakterien bilden. Wenn du mit deiner Maschine auch Milchschaum aufbrühst, empfehle ich dir, dass du abends den Milchschlauch in die Lösung einlegst, die dir dein Hersteller der Maschine empfiehlt. Und denk dran, deine Maschine regelmäßig zu entkalken.
jetzt habe ich noch zwei kleine Tipps für dich. Bei dem ersten Tipp geht es um die Milch. Wenn du Milchgetränke mit deinem Vollautomaten zubereitest, empfehle ich dir, eine Biomilch zu verwenden mit einem relativ hohen Fettgehalt, heißt 3,5% oder 3,8%. Der Fettgehalt hat einen enormen Einfluss auf den Geschmack deines Kaffees und macht das Kaffeegetränk auch ein bisschen süßer. Achte darauf, dass du gut gekühlte Milch für den Vollautomaten verwendest. Wenn du dir zum Beispiel einen Cappuccino ziehst, dann erhitzt die Maschine die Milch. Wenn die Milch aber schon vorab zu warm ist, wird die Milch zu heiß. Und das Ganze hat einen negativen Einfluss auf deinen Kaffeegeschmack und auf die Schaumqualität. Zweiter Tipp dreht sich um das Wasser. Ich würde dir empfehlen, gefiltertes Wasser zu verwenden, da Kaffeegetränke zu 99% aus Wasser bestehen und die Wasserqualität einen enormen Einfluss auf den Geschmack deines Getränks hat. Okay, und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Damit der Kaffee aus deinem Vollautomaten richtig gut schmeckt, empfehlen wir dir, kräftige Kaffeeröstungen zu verwenden. Achte auf den Mahlgrad und auf die Dosierung deines Kaffees und probiere dich hier ruhig ein bisschen bei der Maschine aus und finde raus, welche Dosierung und welchen Mahlgrad du gerne magst, damit dein Kaffee optimal schmeckt. Wenn du gerne eine große Tasse Kaffee trinkst, empfehlen wir dir, lieber zwei Getränke in eine Kaffeetasse zu brühen und nicht einfach nur die Wassermenge nach oben zu setzen. Leg viel Wert auf die Reinigung deiner Kaffeemaschine. Wenn du Milchgetränke in dem Vollautomaten zubereitest, empfehlen wir dir, eine kalte Biomilch zu verwenden mit einem hohen Fettgehalt. Und achte darauf, dass du gefiltertes Wasser verwendest, da du so einen enormen Einfluss auf die Kaffeequalität nehmen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir mit unseren Tipps etwas weiterhelfen. Ich bin gespannt, welche Tipps du auch noch für die Zubereitung Vollautomaten hast. Teil uns gern deine Erfahrungen und dein Feedback zur Zubereitungsart Vollautomat hier in den Kommentaren mit. Wir freuen uns drauf.